Yo, Peter, geh ab, ich bin Peter. Ja, in diesem Video will ich euch erzählen, warum ich einmal mal in die Höhe fliegen würde. Ja, ich will jetzt mal lange rumlabern, sondern mich gar nicht direkt. Ich will euch ein bisschen erzählen, warum und warum und was ich machen würde für euch heute erzählen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen beeilen, weil ich habe noch andere Termine, deswegen gehen wir direkt los. Ja, warum ich einmal mal hier rauffliegen würde, einmal wegen ein Foto machen, ja. Also ich würde sehr geile Fotos machen, ja. Zum Beispiel für Instagram, Facebook, TikTok. Und dann würde ich auch, warum ich auch fliegen würde, ist auch ein ganz geiles Video geben. Ja? So, wenn du wäre, ich würde eine Roomtour machen, Golden Rock, Outer Plane geben, Promi treffen würde ich auch. Bei New Rock, Amerika, finde ich ein ganz geil lang. Aber das sind halt viele Leute, aber auf jeden Fall würde ich dahin fliegen. Ob da viele Leute sind oder nicht, spielt keine Rolle. Egal was ich einmal sagen, ich würde ein Video reden, deine Bilder machen und auch vielleicht mal, wenn ich Zeit habe, würde ich ein TikTok-Video reden. Ja? Da kann einmal so ihr rum filmen und euch alles zeigen. Ja? Aber das Problem ist halt, weil der Flug so teuer ist, ja? Weil der Flug kostet 1000 Euro, Leute. 1000 Euro, ne? Weil ich habe einen Plan, entweder ich fliege nach New York, ja? Oder ich fliege nach Ägypten. So, da muss ich der ein Problem entscheiden. Ich würde dann erstmal, wenn ich Zeit habe, erstmal mal New York fliegen, ja. Da gehen sie mal weg, weil der Flug geht so, glaube ich, bei 7 Stunden, da fliegt man so gigantisch nach halt. So, dann würde ich auch hinfliegen. Ich würde mich allein hinfliegen, sondern ich würde mit meinen Freunden, Arbeitskollegen, ja. Und auch mit meinem Fotograf würde ich auch hinfliegen. Mit meinen Eltern. Grüße gehen raus an euch, falls ihr mein Video seht. Warum ich auch hinfliegen würde, ist auch Promi treffen, zum Beispiel entschuldigen, ja. Dann muss die Clash, um wieder einmal bekannte YouTuber, um die Gerichten bekannte Kickcocker, dann würde ich auch dahin gehen, wo ich alle Gas, Bomben würde ich auch dahin geben. Ne? Dann würde ich auch das Meer angucken, die Städte shoppen gehen. Ja? Ich würde auch zum Beispiel auch am Meer schwimmen gehen und dann auch Polizei suchen, zum Beispiel, was da so sein, Hunde treffen. Ja? Und dann würde ich auch vielleicht mal ein paar Gucci einkaufen, ja. Gucci ist eine Luxusmarke, da würde ich auch mal einkaufen. Aber das Problem ist, Leute, Gucci ist in Amerika teurer als in Deutschland, ja. Dann muss mir ein entscheiden. Entweder ich kaufe bei Gucci in Amerika ein, oder kauft Gucci in Deutschland ein. So. Dann würde ich bitte in Deutschland einkaufen. Ja? Weil Gucci ist in Deutschland dümmiger als in Amerika. Ja? Weil in Amerika sind die Gucci-Sachen, egal ob Cap, Schuhe, Kleider, Kassen, ja, kosten genauso wie ein Auto, Leute. Ja? Sobald bis so 30, 40.000 Euro, ja.
So viel hab ich mehr. Also ich hab so viel Geld, aber ich gebe keine 3000 Euro aus, nur weil da Gucci raussteht. So, und dann würde ich in Deutschland bei Gucci einkaufen. Ja, aber ich auch voll egal, Leute gehen um Gucci, sondern geht in Amerika. Und warum ich auch hinfliegen würde, ist auch zum Beispiel Burger essen gehen. Zum Beispiel mit Ketchup, ja. Will einfach Burger einfach so satt drauf machen und dann Ham reinbeißen. Ja, das würde ich auch machen. Dann würde ich auch vielleicht mal Süßigkeiten einkaufen, den Luft haben, anschauen. Ja, und dann die ganze so Blaze, Schauspielerei machen, Experimente, Brand machen zum Beispiel. Ja, so Sachen sind das. So. Und dann bürge ich auch vielleicht, wenn dann irgendwann Zeit habe, wenn dann irgendwann preis für Jahr, würde ich dann nochmal hinfliegen, ja, als Abschied. Und dann würde ich da vielleicht doch wohnen, ja. Aber ich muss mich geplant, Leute. Und dann vielleicht würde ich da eine Gitarre kaufen, zum Beispiel eine Gitarre, die bei in Deutschland niemand gibt, ja, wie Beispiel Gibson, Epiphone, Keller, Mimi, was gibt man bekannt gemacht, ja, da war, dann würde ich auch vielleicht nur einmal ein Cap kaufen, eine Cap, die bei niemand in Deutschland gibt, ja, das würde ich auch machen, ne? Und dann würde ich auch irgendwann mal würde ich auch eine Uhr kaufen, ja, eine Uhr aus Barbie Roulette oder was gibt noch Adidas kaufen. Und dann würde ich auch ein paar Schuhe kaufen, zum Beispiel wie die würde ich dann kaufen, die bei in Deutschland nie gibt, Leute. Weil in Amerika gibt es Schuhe, die bei in Deutschland nicht gibt, Leute. Ne? Und dann würde ich auch vielleicht auch ein Auto kaufen. Ja. Zum Beispiel würde ich ein Lamborghini kaufen. Ja. So. Und deshalb würde ich einmal dahin fliegen, Leute. Leute, ihr könnt mal entscheiden oder mal mir entscheiden, ob ich vielleicht mal Amerika fliege oder B, ich fliege mal Ägypten. Ne? Was würdet ihr machen? Würdet ihr egal, mal Amerika fliegen? Ja, obwohl das teuer ist? Oder B, nee, ich gehe mit mal Amerika. Sondern ich entscheide mich für die Weigemeyange und fliege nach Ägypten. Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare. Schreibt mal übrigens auch in die Kommentare, ob ihr mal in Amerika wart oder nicht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja. Okay, Leute. Beenden wir das ganze Video, Leute, bei. Ich habe mir alles abgetan. Okay, Leute, wie ich sag, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Wie ich sag, welche Link schreibt in meinem Instagram-Kanal und welche Link schreibt in meinem TikTok-Kanal. Und kriegt neue Bilder und neue Videos. Lasst mal ein Abo da, klickt abonnieren. Ich komme gerne bei Marikum, wenn ihr neue Hochladen habt. Guckt auf den Geld, wie ich sag, gebt ein Like da. Bis dann mal, wenn man in diesem Video. Selbst die Couch live shoppen. In diesem Video, wenn man selbst die Couch live shoppen, dann kommt ein zweiter Teil und dann würde ich dann sagen, was ich noch mehr weiß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Peace.